Good morning, Friends, und herzlich willkommen zu diesem neuen Wiki-Vlog. Okay, reicht. Wir haben schon Mittwoch. Keine Ahnung, warum wir hier nicht bei Montag starten, aber wir haben Mittwoch. Und ich bin fertig gemacht. Ich hatte gerade meinen Morgen, beziehungsweise ich bin nicht krass fertig gemacht, aber ich bin ein bisschen hergerichtet. Ich hatte nämlich gerade mein Morgenmeeting bei der Arbeit und jetzt gehe ich zum Sporteln. Danach muss ich weiter von zu Hause aus arbeiten. Später habe ich noch einen Termin mit Jasmin und danach, wenn ich wieder zu Hause bin, wollten da noch ein bisschen was chillen. Und ja, also ich sag's euch, es fällt mir gerade wirklich schwer, wieder beim Sport so richtig reinzukommen. Also ich habe meine Sportsachen jetzt an und ich werde jetzt auch gehen, ich war gestern Morgen auch. Aber ihr wisst genau, ich war immer drei, viermal die Woche und ich habe es echt krass durchgezogen. Also ich muss sagen, im letzten Sommer war ich schon, also auch meine Figur war so wie noch nie so ungefähr. Und ich war also auch einfach, wisst ihr, ich war einfach so sportlich, ich war so oft beim Sport. Also ich habe es richtig krass durchgezogen und an diesem Punkt müssen wir wiederkommen. Es muss halt einfach wieder diese Routine werden. Wisst ihr, für mich stand es gar nicht außer Frage, dass ich mindestens dreimal die Woche gehe. Es war halt nur die Frage, an welchen Tagen. Aber es stand immer fest, dass ich mindestens dreimal gehe. Und an diesem Punkt müssen wir wiederkommen. Das heißt, wir gehen jetzt. Ich war gestern auch. Ich gehe jetzt auch und danach arbeite ich weiter. Und ja, etc. Wir bekommen das wieder in den Griff. Ich meine, in eineinhalb Monaten bin ich in Miami und... Ne? Bis dahin sollte sich noch ein bisschen was tun. Friends, ich bin zurück vom Sporteln. Ich habe gerade nur mal kurz einen Pulli, einen alten von da drüber geschmissen. Ich habe so Hunger. Ich muss jetzt mal gucken, was ich essen kann. Wir haben... Viertel vor zwölf, um halb zwei mache ich auf dem Weg zu Jasmin. Haben uns ungefähr zwei Stunden. Ich wollte noch ein Haul abdrehen für TikTok. Vielleicht kann ich euch auch kurz hier gleich die Sachen zeigen, die ich gestern geshoppt habe. Und vorgestern. Und da muss ich noch arbeiten. Aber jetzt muss ich erst mal kurz was essen. Ich habe schon Hunger. Ich glaube, ich mache mir ein Sandwich mit Ei. Zwei Eier. Hier hätten wir das fertige Sandwich. Zwei Scheiben Toast, ein bisschen Frischkäse oder Margarine, ist egal, wie ihr mögt. Zwei hartgekochte Eier, Salz, Chili-Salz. Und das war's. Eigentlich kann man auch noch voll gut dieses Stullen-Spice von Just Spices drauf machen. Das hatte ich gestern, aber heute hatte ich eher Bock darauf. Das werde ich jetzt mal schmausen. Mhm. So, Friends, ich habe gerade schon den kleinen Haul, den kleinen aber feinen Haul abgedreht für TikTok. Der kommt dann gleich online, aber falls es euch auch hier interessiert, mache ich kurz den Schnelldurchlauf für euch hier. Mama und ich waren erstmal bei DM gestern. Ich habe mir diesen Haarreifen gekauft, beziehungsweise meine Mom hat DM ausgegeben. Ja, ich wollte die ganze Zeit schon so ein. Ich finde es super praktisch und ich finde, es kann auch echt cool aussehen. Ich hatte gerade eigentlich meine Haare anders gemacht, aber fürs Video wollte ich es kurz reinmachen, um es euch zu demonstrieren. Dann habe ich eine neue Wimperntusche mitgenommen. Diese hier von Catrice. Sie heißt Boost Up und ich hatte halt eine gesucht, die so einen Applikator hat, so einen sehr dünnen, harten. Ich hoffe, die ist gut. Ich wollte mir eigentlich nochmal eine von Maybelline holen, aber Leute, irgendwie 10 Euro für eine Wimperntusche finde ich echt, irgendwie bin ich dafür zu geizig. Und die hat 5 gekostet, auch viel. Würde ich sagen, starten wir mit der Zangeausbeute. Und zwar, das erste Teil ist dieses Oberteil. Das ist eigentlich so ein ganz normales Oberteil, das ist cropped, das hat so einen Kamenausschnitt, was ich sehr mag. Also, so ein bisschen runter. Also so sehr eckig und sowas habe ich auch noch nicht gehabt. War auch nicht so teuer, hat 12,95 Euro gekostet. Ich habe Größe M genommen. Und hier die Artikelnummer einmal für euch. Upsi. Habe ich noch ein Basic mitgenommen, auch von Zara. In Schwarz, hat so einen normalen Ausschnitt. Ich muss sagen, hier ist der Stoff richtig dünn, was ich voll mochte. Und hat das, also das Oberteil hat hier so Details. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt in der Kamera. Aber das war, also das finde ich irgendwie nice. Allgemein muss ich sagen, hatte Zara so krass coole Basics. Ich hätte da so viel kaufen können. Ich habe mich zurückgehalten. Es hat 9,95 € gekostet. Größe S. Dieses hier. Als nächstes, richtig cool, ich wollte die ganze Zeit eine Jogginghose haben. Die ist auch von Zara jetzt. Eigentlich wollte ich die von Naked, von Nike. Die werde ich mir noch holen, dieses Set. Aber das ist, glaube ich, immer ausverkauft und irgendwie ist es auch so teuer. Deswegen habe ich mir die ganze Zeit nicht gekauft. Aber die finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, ich ziehe sie auch gleich an.
bevor ich los muss. Also jetzt gleich, zieh sie an. Die hat nämlich, also die ist schwarz und hat so weite, also so weite Beine unten, wisst ihr? Das finde ich richtig cool. Das mag ich voll an Jogginghosen. Sowas finde ich, gibt es auch nicht so oft. Also die ist wirklich mega. Die hat 22,95 gekostet. Ich habe Größe S genommen. Die hat auch wirklich einen richtig dicken Stoff. Die Artikelnummer. Okay, noch eine Sache von Zara. Steinigt mich nicht. Es geht ja nächsten Monat im März nach Amerika. Und irgendwie dachte ich so, ich darf mir das dann kaufen. Und zwar eine pinke Shorts. Ich fand sie so cool. Ich dachte so, damit sehe ich mich in Miami. So abends beim Weggehen oder so. Die Größe S ist trotzdem am Bauch so ein bisschen groß, weil die sehr stretchy ist. Aber ist nicht so schlimm. Und irgendwie fand ich die Farbe einfach so nice. Die hat 12,95 gekostet. Stand hier nicht drauf, aber ich hatte an der Kasse gefragt. War bei uns jetzt auch die einzigste, die es noch gab, aber vielleicht gibt es die ja online noch, weil die ist wirklich cool. Eigentlich macht es voll Sinn, Sommersachen im Winter zu kaufen. Das ist wirklich schlau. Da spart man viel Geld. Dann habe ich einige Schlüpper mitgenommen von Hunkemöller. 5 Stück für 28 Euro. Ich hatte nämlich noch das war nämlich sehr, sehr cool, deswegen, ja, ist auch so viel geworden. Ich hatte noch einen Zara-Gutschein und ich hatte noch einen Hunkemöller-Gutschein, noch vom Geburtstag. Hatte ich irgendwie vorher nicht eingelöst, deswegen Katsching, konnte ich noch Geld sparen und ja, hab die nicht mehr zu Hause rumfliegen. Und dann waren David und ich ja davor den Tag bei Pull and Bear. Da ist dieses Oberteil mitgekommen. Das hat einfach nur, Leute, hier steht 590 drauf, aber es hat 3,99 gekostet, stand in der Kasse. Größe M. Fand ich eigentlich ganz cool. So. Kann man nichts mit falsch machen, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Einmal waren da und ich noch bei Bershka. Ich hatte nämlich online ein Kleid gesehen, was mich so richtig an eine Ballerina erinnert. Also sowas, was man früher beim Ballettunterricht getragen hat. Und irgendwie musste ich es einfach haben. Es kostet, glaube ich, 23 Euro. Und das hat halt lange Ärmel. Man wickelt das so und schüttelt das hier so zu. Und dann ist das hier so locker, wisst ihr? Aber es sieht so, also es sieht einfach so toll aus. Ich kann mir das auch im Sommer richtig gut vorstellen. So mit Chucks, mit Plateau. Und jetzt auch, also ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie in dieses Kleid verliebt. Es gab es auch noch in Grau, aber irgendwie habe ich Schwarz mitgenommen. Ich fand Schwarz irgendwie besser. In Größe S. So. Und dann zu guter Letzt noch eine einzige Sache. Und zwar, das war so ein richtig spontaner Kauf. Meine Mama und ich waren am ganz am Ende noch bei H&M drin. Und dann bin ich schon wieder rausgegangen mit ihr und hab dann so, kennt ihr das? Ich habe dann so im Vorbeigehen so diese Cardigans gesehen. Wir sind schon rausgegangen und waren schon raus. Ich bin so, lass nochmal schnell reingehen. Und dann habe ich den Cardigan gesehen. Ich hatte nämlich auch richtig schon oft auf TikTok gesehen und fand den irgendwie so toll. Ich bin ja so ein Opfer, was Cardigans angeht. Ich habe wirklich viele Cardigans, aber so einen habe ich noch nicht. Also der ist so sehr dick und so ein bisschen grobmaschiger. Und ja, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Es gab es noch in weiß und in dunkelbeige. Und das war der kleine Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich schneide jetzt, glaube ich, den Haul noch für TikTok zusammen. Es waren echt viele Sachen. Also ich war lange nicht mehr shoppen. So in der Stadt oder so. Jetzt war ich halt 2 Tage hintereinander so kurz in der Stadt. Beziehungsweise mit meiner Mom war ich im Rhein-Center und mit David war ich in den Kölner Garten, aber immer nur so 2 Stündchen oder so. Naja, aber ja. Schon cool auch nochmal so in Läden zu gehen. Das ist schon, finde ich, nochmal was anderes. Und wenn man dann die Sachen direkt so mit nach Hause nimmt, wisst ihr? Naja, auf jeden Fall schneide ich jetzt das TikTok-Video noch, dann ziehe ich mich um, mache mal kurz meine Haare neu und dann fahre ich auch schon los. Aber jetzt habe ich euch die Sachen wenigstens schon mal gezeigt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Sachen so findet. Was findet ihr cool? Was findet ihr nicht so cool? Jo. Good morning, Friends. Ich habe gerade wieder bei Flink bestellt. Ich sag's euch, was wäre ich nur ohne Flink? Oh, ich hatte irgendwie richtig Bock drauf. Ich habe ihn noch nie getrunken, aber ich hatte irgendwie richtig Bock drauf. Leute, sagt, also wir wissen alle, das ist unnötig teuer, aber irgendwie hatte ich da so Bock drauf. Und habe ich noch ein paar Getränke bestellt. Das mache ich voll gerne da. Und oh mein Gott, den habe ich gestern gegessen. Leute, der ist ja so lecker. Der kostet irgendwie nur 1,60 oder so, so ein Bulgursalat. Wirklich toll. Ansonsten habe ich mir jetzt schon alles so ready gemacht, dass ich jetzt was arbeiten kann. Ja. So, Friends, ich bin jetzt fertig. Oh, ich habe die Vlogging-Kamera überall gesucht. Ich habe euch nicht gefunden. Und ihr wart einfach auf unserem Kaffeeautomaten und habt euch dort getarnt. Hätte auch was sagen können. Spaß. Okay, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich muss jetzt los. Ich treffe mich jetzt mit Christina und wir gehen zusammen Kaffee trinken. Und das fällt zwar nicht richtig zu. Jetzt
glaube ich. Okay, ja. Ich gehe jetzt mal zum Auto und dann treffen wir uns übrigens bei Café Saurus. Da war ich ewig nicht mehr. Übrigens fällt mir gerade ein, das letzte Mal, als ich bei Café Saurus war, also ich war da einmal, danach nie wieder, weil da, als ich dort war, fand ich es irgendwie nicht so gut. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist ja diesmal besser. Also ich weiß, dass da überteuer war und die uns so verbranntes Essen gegeben hatten und so. Aber naja, ich habe trotzdem Hunger, ich will trotzdem was essen. Boah Leute, gerade einen halben Nervenzusammenbruch bekommen wegen der Parkplatzsuche. Ich wäre lieber mit der Bahn gefahren. Das wäre so viel chilliger gewesen. Wir sind angekommen bei Café Saurus. Unsere Bestellung. Hallo Friends, melde ich mich auch nochmal zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mich das letzte Mal hier gemeldet hatte. Wir haben Freitagabend und ja, irgendwie war die Woche nicht sonderlich viel Spannendes, weshalb auch nicht so viel von mir kam. Und ja, von daher verzeiht mir, beziehungsweise es gab nichts Spannendes und irgendwie gab es auch viel zu tun. So irgendwie beides auf einmal. Und irgendwie versuche ich so gerade allem gerecht zu werden. Das steht gerade, also es ist irgendwie gerade schon viel auf einmal, aber das ist ja auch gut so. Also ich habe mich dafür auch entschieden. Und ja, gerade ist einfach so ein bisschen so eine Phase, wo alles noch so ein bisschen durcheinander ist, würde ich sagen. Beziehungsweise wo irgendwie halt so ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ein paar Dinge geklärt werden müssen, etc. Aber naja, das ist auch gar nicht so wild, darum soll es gar nicht gehen. Wir haben Freitagabend, ich bleibe zu Hause, ich schmecke mich jetzt trotzdem gerade ein bisschen. Ich wollte nämlich eine Pizza-Night machen heute. Ich hatte die Idee, wir wollten irgendwas Cooles heute machen zu zweit, weil da war es noch mal im Fußball, also wir haben jetzt 8:30, ich denke mal erst so eine Stunde hier. Und ja, wir wollten irgendwie noch was so zusammen machen. Wir hatten ja erst überlegt, ins Autokino zu gehen, aber wir waren am Montag ja schon im Autokino und heute kommt, also wir wären auch nochmal gegangen, weil wir Autokino echt gerne mögen. Da habe ich übrigens, glaube ich, leider gar nicht mitgenommen, nur auf TikTok. Auf TikTok habe ich mir den Vlog hochgeladen. Aber ja, wir lieben Autokino ja wirklich doll. Wir gehen ja immer das in, also zu dem in Köln-Porz und das soll ja vielleicht, also das ist auch, glaube ich, hier so in Köln Umgebung, das einzigste Autokino, was es gibt, und das soll ja vielleicht geschlossen werden, Leute. Ich wäre so traurig. Also, das wäre eine Katastrophe. Das darf auf gar keinen Fall sein. Ich habe auch schon so eine Petition unterschrieben. Naja, auf jeden Fall hatten wir überlegt, vielleicht ins Autokino heute zu gehen, aber es kommt nichts. Beziehungsweise nur um 8:30, aber da hat Training bis 8:30. Das hätten wir nicht geschafft. Ja, deswegen haben wir uns jetzt für eine Pizza-Night entschieden. Wir machen so herzförmige Pizzen. Und ich möchte vielleicht ein Reel daraus machen. Also einfach so ein bisschen dabei mal mitfilmen. Und deswegen will ich jetzt nicht so ranzig aussehen. Übrigens ist morgen ein richtig aufregender Tag. Wenn das, also ich kann euch darüber jetzt berichten sozusagen, weil wenn das Video hier rauskommt, dann wisst ihr das schon alles. Ihr wisst ja, dass ich Ish dabei ihrer Brand unterstützen durfte. Ich habe jetzt schon ab und zu da mal so kleine Anmerkungen dazu gemacht und war ja deswegen auch mit ihr in Berlin bei den Shootings und so. Irgendwie hatte, glaube ich, auch jemand, weil ich was gepostet hatte, gedacht, dass ich für ihre Brand sozusagen so gemodelt habe, aber nope, Leute. Gar keinen Fall, also irgendwie so wohl fühle ich mich jetzt vor der Kamera auch nicht und sie hat da schon richtige Models genommen. Naja, auf jeden Fall launcht einfach morgen ihre Brand Fiala, also ihr wisst ja schon, dass es Fiala heißt, wenn ihr sie verfolgt und irgendwie ist es für mich auch sehr aufregend, also ich schreibe auch die ganze Zeit und also ich hatte euch das schon mal erzählt, dass ich sie bei Social Media unterstütze, bei dem Content etc. und ja, irgendwie ist das einfach aufregend. Irgendwie ist es auch für mich aufregend. Ihr müsst halt wissen, also das war so eine krasse Ehre für mich auch, so dass ich Ishtar bei ihrer Brand unterstützen darf und dass ich so zusammen mit Ishtar arbeiten darf, weil, keine Ahnung, sie für mich auch so ein ganz besonderer Mensch einfach ist und wirklich dürfte ich nur noch einer Influencerin oder so auf ganz Social Media folgen, dann würde ich auf jeden Fall sie nehmen, weil, ich weiß nicht, ich finde, sie ist so ein richtig, einfach so ein richtig besonderer Mensch und umso glücklicher hat es mich gemacht, dass ich sie einfach bei ihrer Brand unterstützen darf. Und irgendwie dachte ich mir schon immer so, dass es so, dass wir irgendwie, glaube ich, so voll denselben Vibe halt auch haben. Naja, auf jeden Fall, ja, wenn das Video online ist, dann war ihr Lounge schon. Er ist morgen um 10 Uhr und
Ich will selber auch auf jeden Fall was ergattern. Ich muss mir gleich mal einen Wecker stellen. Ich muss eh dann aktiv sein. Also ich muss dann eh auf Social Media auch am Start sein. Deswegen wollte ich mir eh einen Wecker stellen. Aber ich will auch unbedingt was ergattern. Ich kann euch jetzt erzählen schon sozusagen, was es gibt. Weil wenn ihr das Video seht, dann ist es ja schon draußen. Also es gibt zwei Farben. Ich werde übrigens auch einen Vlog noch hochladen zu ihrer Brand. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Ich weiß gar nicht genau, wenn er online kommt, aber auf jeden Fall nach dem Launch. Und es wird zwei Farben geben. Einmal so eine Rostfarbe und einmal so ein Khaki, so ein grüner Khaki-Ton. Und irgendwie kann ich mich nicht entscheiden, was ich kaufen möchte. Also bei den Unterteilen weiß ich welches, aber bei den Oberteilen, eigentlich weiß ich bei den Oberteilen auch. Ich glaube, ich werde diesen Sweetheart kaufen. Das ist so ein Sweetheart-Bralette. Das ist so ganz besonders mit so Spitze. Also es hat so Spitze, darüber hat das so Plissé. Es sieht irgendwie erinnert mich das an so eine Muschel. Ich weiß auch nicht, der ist auf jeden Fall unfassbar schön. Und wenn ich es schaffe, dann würde ich den auf jeden Fall ergattern. Gott. Und ja, ich kann euch auch nur sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ja, richtig, richtig cool und ich freue mich wirklich mega. Und ja, naja, dann würde ich sagen, vielleicht kann ich euch gleich bei unserer Pizza-Night noch ein bisschen mitnehmen. Ich habe schon richtig viel dafür heute eingekauft. Ich glaube, wir werden auch ein Gläschen Wein trinken. Ich habe gerade schon mal die Gläser rausgeholt. Leute, ich liebe unseren Weinkühlschrank. Ich weiß gar nicht, der wird bestimmt so viel Strom ziehen. Das ist wahrscheinlich eine Katastrophe. Aber ja. Das Schlimme ist für eher, dass da noch Glühwein drin ist. Warum ist Glühwein in diesem Kühlschrank? Und wie ihr seht, Leute, ich finde dieser Maybach-Wein so lecker. Das ist eigentlich mein Lieblingswein. Also mit einer meiner Lieblingsweine, würde ich sagen. Ja, von denen, die jetzt so, ne? Ich meine, die sind nicht so teuer. Die kosten, glaube ich, 6 Euro oder so. Ja. Voll praktisch. Ihr steht gerade auf den Anlauf und Thunfischdosen. Also ich habe einiges schon eingekauft heute bei... heute beim Einkaufen. Also, wir hätten Pizzateig. Ich möchte ja Herzpizzen machen. Ich bin sehr gespannt, wie das klappen wird. Ich hoffe gut. Aber das haben wir. Ich habe einfach sogar Basilikum gekauft. Dann haben wir so, da wollte ich so mit Schinken und Pilzen. Und ich glaube, aber ich habe auch einen Rater gekauft. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht aus diesen zwei Pizzateigen vielleicht drei Herzpizzen machen können. Ich hätte nämlich voll Bock, dass wir so eine mit Burrata machen. Und ich habe aber auch auf Thunfisch Lust. Und ich liebe ja Thunfisch mit Ananas. Ich weiß, das hört sich für euch wahrscheinlich geisteskrank an, aber es ist schon wirklich sehr schmauselig, vertraut mir. Finde ich sehr lecker. Hier kommen übrigens auch mal voll viele Fragen zu dieser Lampe. Wir haben die ja einmal... Also diese hier, das ist die, die immer hier auf dem Sideboard steht, weil ich finde, da fehlt einfach eine kleine Lampe. Und David hat ja hier super die ganzen Kabelkanäle verlegt, weshalb wir da, also wir haben da jetzt keinen Anschluss mehr. Kein Stromanschluss sozusagen, weil der ist hier drin. Und ja, da kann halt nichts mehr durch, weil das sähe sonst voll blöd aus, weil... Ne, da sind extra die ganzen Kabelkanäle, damit alles schon hier ordentlich aussieht. Aber ja, diese Lampen sind super, wirklich. Wir haben die auch im Flur nämlich noch. Ich zeige es euch, weil im Flur haben wir eigentlich dasselbe Ding. Wir haben hier nämlich keinen... Also ich wollte hier mal so eine Lampe haben, aber wir haben hier im Flur nirgendwo einen Anschluss, also nirgendwo einen... wie nennt man das denn nochmal? Warum komme ich denn da jetzt nicht drauf? Nirgendwo eine Steckdose. Also wir haben, glaube ich, da vorne ist eine Steckdose, aber ansonsten ist hier eben keine. Und ich fand, das war mal so ein bisschen ja, dunkel dann hier, wenn man sonst ja nur direkt das helle Licht anmachen kann. Und die sind wirklich cool. Also die ist, glaube ich, von Sigor heißt die Marke. Und die weiße ist eine andere Marke. Weiß aber, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie die heißt. Aber gebt einfach mal ein Lampen mit Akku. Dann, hier. Charlique. Ja, das wird dann wahrscheinlich die Marke sein. Und die lade ich jetzt mal gerade. Tut mir leid, wenn wir dann die Pizza haben.
Ja, das sieht so gut aus, ey. Okay. Hallo, meine lieben Freunde. Davor neuen Teig zu bestellen. Aber wir dachten, es wäre vorbei. Kommt der Italiener mehr raus. Sei ehrlich. Du bist kein Italiener. Du hast einfach ausgeschnitten. Ich habe geschaffen. Das hier ist da, aber das ist noch kein richtiges Herz. Ja, Herzstück. Ich muss hier noch vielleicht ja. Ein bisschen. Hier sind meine. Ist der einfache Weg. Wir halten euch up to date. Da, 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 da. Er sieht richtig ordentlich aus. Mit dem Käserand. Starbucks Ergebnis jetzt. Wir konnten das Ganze. Es wurde gerettet. Ich mag das übrigens nicht, wenn man so viel Tomatensauce drauf macht. Bei mir ist ganz wenig nur. Bei mir sieht es einfach so aus. Ja, ist auch gut. Ist ja auch ein Herz. Muss rot sein. Stimmt. Ich hoffe, meine Freunde sehen das wieder. Ich wollte nur kurz was zeigen, Simon. Ich warte. Oh, es wird nicht scharf jetzt. Ja, stark. Und du so? Ja, bei mir ungefähr auch so. Schön, oder? Das hast du. Er wollte die Pilze nicht als Herzen schneiden, ich bin sauer. Oh Mann. Das Lied magst du? Du kennst das? Never walk alone. You never. Oh, warte. Ja, schick mal wirklich. Mach. Ja, dann guten Appetit, Bruder. Und ich schicke dir zum Glocken. Vielen Dank, Brudi. Danke. Schönen Abend, ne? Euch auch, ja. Bis bald. Unsere Pizza ist jetzt fertig und David hat einen Film rausgesucht. Er heißt The Menu und The Menu und den gibt es bei Disney Plus kostenlos. Deswegen haben wir Michael gefragt und frag nicht unsere Lampe. Ach, die Spinne. Okay, Pizza raus, oder? Oh Gott, die sind echt aufgegangen. Aber sie sehen trotzdem lecker aus. Ich mach mir das mal drauf. Hier hätten wir jetzt die Herzpizza. Ich weiß nicht, wie andere das immer so schön hinbekommen. Also die ist nicht schlecht. Die hat hier so einen kleinen Boiler, aber... Ach ja, es passt schon. Wow, Friends, ich wollte mich gerade von euch verabschieden. Dann habe ich ganz vergessen, also... Wisst ihr, die Reihenfolge war jetzt nicht so schlau, aber... Egal, ich habe gerade noch meine Haare gemacht. Wir haben heute Sonntag. Heute Morgen war Ischers Lounge. Und ja, heute Abend gehe ich noch weg mit meinen Freundinnen essen, deswegen habe ich mich gerade mal fertig gemacht, beziehungsweise eigentlich wollte ich so ein Haarvideo für euch abdrehen, aber das ist, glaube ich, eine Katastrophe geworden. Und ja, es tut mir leid, ich habe, glaube ich, die Woche nicht so viel gevloggt. Ich muss mein Video noch schneiden. Ich bin spät dran, wir haben gerade Samstagabend. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch. Aber ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und der nächste Vlog wird wieder länger, ich verspreche es euch. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Und würde sagen, bis zum nächsten Video oder bis auf Insta oder TikTok. Tschüss!